Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind am Start mit unserem Freund Trevor. Ich mache immer noch ein bisschen Nebenquatsch, Mission. Das baue ich hier mal gerade ein bisschen ab. Das wird auch die nächsten Folgen wahrscheinlich so weitergehen, aber die nächste Mission, die wir machen, sind die Junge. Sind die zwei. Moin. Nigel und Mrs. Thornhill. Jock Stanley. Actor and artist? What? I love your work! Oh, stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill! Snap! Watch the birdie! Oh, pretend to throttle me. Yeah, it's like you did on the old poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. like that, huh? Yeah? Maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough, huh? Now, dear. You like that? Stop! Please! Oh, hey! Frank! Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal the things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they actually use themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Ja, genau. Pair of fruitcakes. Aber hallo. Was müssen wir denn als nächstes machen? Wir haben keine Mission bekommen, okay. Doch, warte mal. Das sieht anders. Nö, wir haben keine Mission bekommen. Okay, dann müssen wir was anderes machen. So, was machen wir da als nächstes? Haben wir dann irgendwas daneben, was gerade an der Mission unterwegs ist? Nö, ne? Die meisten sind alle da oben, ne? Ja, die sind alle da oben, die Mission. Ach komm, bist du weit. Ich hätte es erwartet, dass wir noch was kriegen. Der will. Ich hoffe, der will nichts von mir jetzt gerade. Weil wir doch immer lieber in der Karre von Elmer rumfahren. So, ich hätte. Aber. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir noch was kriegen oder so. Okay, das war das. Nee, ist ein Messer mit. Tequila, la. Fürstenburg. Golf. Das Gute ist, dass wir direkt in der Nähe vom Golfplatz wären. Das heißt, wir machen da einen kleinen Zwischenstopp. Ich hätte es erwartet, dass wir noch ein bisschen was mehr kriegen. Noch ein paar Flecke bekommen. Aber dann suchen wir uns das so. Ah, wir kriegen das aber ein paar Flecke. Okay, was haben wir denn als erstes? Wir haben noch gar nichts vom Golfplatz bekommen. Wir müssen also. Gucken wir mal. Dann fahren wir dorthin als erstes.
Gut, was müssen wir denn jetzt erstes holen? Die Frage ist, ob man das alles hört in einer Folge ab. Ich hasse so Leute, Alter. Da muss ich mit Vollgas drüber fliegen. Egal, ob gut, ja, der war schuld. Nur die Frage ist. Jetzt muss er hier eigentlich hier. So, ich ziehe über die Waffe weg. Wer gibt dich zu Carrie? Wer ist denn Carrie? Calling up the designer and du. Saying like, what the fuck? Weil was über dir ist. Dexy, that's your fault, you stupid bald prick. Kann man dich, nee, ich darf dich erschießen, ne? Quick, go on, go after him. Ja, mach doch nichts mal selber. Sorry, ich muss, hier durch. Boah, lauf mit dem Hund hinterher, ja? It's a guy chasing a dog. What is it with you people? Doggy, come on, doggy. Be good to daddy. Gotcha, you little bastard. There, there. I know this is weird for all of us. You're gonna make a batshit crazy lady very happy. So, den ersten Teil haben wir. Back to Jerry before she uses this as an excuse to go back to rehab. That exhibit was amazing. So, jetzt bist du der Alten. Jetzt muss ich zu der Alten zurück, mit meinem Auto vor allen Dingen. We should totally get drunk together. Ich stehe ungern eigentlich irgendwo da. Nigel. Jock! Celebrity Newsflash! Maniac steals collar from Carrie McIntosh's dog in Rockford Hills! Oh, how delightful! Mrs. Thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out. Oh, yeah. I joke, of course. We really can't thank you enough for all the effort you're going to make our holiday so special. Ah, don't mention it. I always enjoy meeting people more chemically unbalanced than myself. So, der nächste Tag. Bestanden, weil wir uns über die Carrie. Entschuldigung. So, wunderbar. Mein Auto steht immer noch hier. Das ist immer gut. Das brauchte ich auf jeden Fall noch. Gut, da unten ist der Golfplatz. Das. Weiß ich nicht, ob man das, wie gesagt, heute alles in einer Folge hinbekommt. Ich versuche es. Ich versuche mein Bestes. So, dann. Ja, wir müssen ja dann Step by Step noch die ganzen oberen Dinge da auch abarbeiten. So. Ja. Oh, Alter, ihr fahrt auf jeden Fall. Ja, ich versuche mein Bestes, ob ich die heute wirklich komplett in alle in einer Folge rauspacke. Kann diese ganzen Promi-Dinger. Betritt der Club Freund Willy. Okay. Hier oben oder? Ne, unten ist es. Weil wir uns über dieses Willy. Der scheiß Club. Ich komme da gar nicht rein. Warte mal, wo ist denn der? Hier. Wir nehmen den Haupteingang. So, dann sollen wir wirklich finden. I bet I could hit your G-Shot every time. You guys. Hey man, no more autographs. Hey, that's okay. I want something more personal. Piss off, you twat, before I kick your ass. Schlack, Willy. Das ist der Typ.
Okay. Sorry, Love Fist fans. Hau ab von mir. Scheiße, scheiße. Jetzt muss ich natürlich mit dem Auto wieder steigen. Da steht der Wagen. Let's say my work is done here. Ja. Love Fist, die kennen wir doch aus GTA Vice City. Meinem Let's Play zu GTA Vice City. Da sind wir und dann immer auf die Love Fist auch war mir klar. Und im Zweifel muss doch ein Bus da rauskommen. So. Ja, ich glaube, das wird nichts werden in einer Folge. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, dann fahren wir da hoch. Ich glaube, einen kriegen wir aber noch hin. Ja, machen wir noch eins und dann machen wir Feierabend. Ah, super, jetzt kommen doch die Kopfhörer noch wieder oben. Das war mir so klar, dass ich einem scheiß Pfosten hängen bleibe und dann die Kopf mich auch. Ja, die Frage ist, ob wir wirklich noch eine schaffen. Sind ja jetzt auch schon wieder bei 20 Minuten. Ja, super. Kommt heute ab von mir uns. Ja, super. Zwisch. Kommt denn der scheiß Heli jetzt auch her? Oh, nervt mich doch bitte nicht. So, jetzt hoffe ich, dass die jetzt kopfständig weg sind. Weil die sehen nämlich Hunger uns noch. Komm, verpisst euch. Ich will eigentlich gerne noch die Vor. Aber da will ich. Oh ja, klar. Super. Nigel! Guess what, you crazy English fruitcake? Oh, I'm dreadful at guessing, aren't I, Mrs. Thornhill? No, she can't hear me. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth. Courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. Marvelous, marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo! Toodaloo. So. So, bestanden. Weil wir uns über dieses Willi, das haben wir auch erledigt. So, dann fehlt uns jetzt noch der Golfplatz. Wenn ich richtig. Das ist safe. Ich frage jetzt, können wir die so einfach wohl hin? Ach, da ist schon in so eine Mühle auch irgendwo. Aber wir haben ja neues Auto. Oh. So, genau. Dann fahren wir jetzt nämlich mit dem Go-Auto. Lucky miss.
Ja, Lucky Mist, und ich hab dich voll. So, kriegen wir sie doch hin. Yes. Ich dachte, wir haben doch was alles. Also, ich befinde noch eine Golfplatz und noch eines, ne? Vier haben wir jetzt insgesamt Zahl. Ja, ein bisschen freaky die zwei. Definitiv. Es war mir so klar. Wir werden fucking fucky mit deinem scheiß Taxi, Alter. Einfach ohne zu blicken mal kurz die Spur wechseln. Du siehst, dass da einer kommt. So. Die Frage ist, kriegen wir jetzt noch einen hin? So, der Golf. Okay, da habe ich das Auto verloren. Das war jetzt meine eigene Schuld. Aber. Ja, eigentlich hätte ich wie gesagt, der Goldplatz. Ich würde das eigentlich aufhören, wenn wir im Auto fahren. Auto auf den Platz fahren. Ja, jetzt fällt natürlich auf. Ich hasse Cops. So, krieg ich mich hier. Wie viel ich also hier in den Busch verstecke, müsste ich mich eigentlich nicht finden. Da komm, halt ab. Die sehen das Auto. Die dürften mich eigentlich nicht sehen, oder? Weil ich stehe hier im Busch, ne? Ihr Fotzen, Alter. Leck mich doch an. Scheiße. So, jetzt habe ich die sechs Cops da weg. Verdammt, Alter. Scheiß Heli, Alter. So, ist mal gut jetzt da. Scheiße, Alter. Eigentlich war das nicht geplant. Na gut, wir sind mit dem Auto auf dem Golfplatz gefahren, ne? Fände bestimmt auch keiner lustig, wenn das so wäre, wenn ich das machen würde. Oh, wir haben vier Sterne und wir... Na gut, der Wachmann, der hat es jetzt verraten. SWAT. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's erst richtig lustig. Das Gute ist, sie können Spikes auslegen, die so lustig lauter haben. Es wird nichts passieren.
weil die Reifen schutzsicher sind. Ha, Leute, ey. Oder? Ja, jetzt vergiss es. Natürlich. Scheiße. Ja, ich will das jetzt alles machen. Ich will in den Tunnel rein, wo wir damals den Raubüberfall gemacht haben, wenn sich erinnert. Den Juwelierraub. Ziemlich am Anfang des Let's Plays. Du die Frau. Was ist denn der? Was ist denn der Tunnel? Hier. Ich wusste, dass die irgendwo auf der... Ah, war klar. Ah, da kommt natürlich mit zum Spiel. Einer kam mit. Da, ah, wenn sich erinnert, den Tunnel hier, den kennt man ja noch aus dem letzten Teil. Ah, aus dem Blitz B. Ich glaube aber, wir müssen sie jetzt eigentlich mit den vier Stellen abgearbeitet haben. Gut, die sind über uns, das ist jetzt herzlich egal. Ich spiele jetzt gerade mal hier durch. Oder wie müsste ich da hoffentlich wieder rauskommen irgendwann? So, jetzt hoffe ich, dass wir wieder rauskommen. Komm, vier Sterne müssen wir loswerden. Ja, die schleicht hier oben über die Autobahn. Aber wo die uns immer herfinden. Jetzt sind's weg. Sehr schön, wir haben's abgearbeitet. Oh, wir haben vier Sterne abgearbeitet. Ja, jetzt eine neue Folge anfangen für dir, bringt ja nichts. Weil ich muss jetzt auch gleich weg. Eventuell kann ich heute Abend aber ein bisschen was machen. So, jetzt versuche ich natürlich hier rauszukommen aus dem Tunnel. Bitte nicht. Komm. Die Karre ist so schon zerlegt. Aber die Türen sind noch dran. So, jetzt müssen wir hier hoffentlich. Aber. Oh. Thank you.
Die! Verdammt! So, jetzt sind wir Gott sei Dank hier mal ein bisschen safe raus. Aber ich glaube, jetzt kommen wir raus. Ja, jetzt kommen wir raus. Jetzt müssen wir gucken, wo wir sind. Nee, doch nicht ganz. Hä? So, wir haben aber auf jeden Fall zwei Teile schon von den Angel und mit Zornel. Da haben wir auf jeden Fall zwei Dinger geholt. Gut, dann weiß ich aber jetzt, wo wir sind. Okay. Dann sind wir nämlich hier oben bei Lamar um die Ecke. Aus online. Dann haben wir das soweit auch erledigt. Die Frage ist. Scheiße. Wir hätten jetzt so ein bisschen was sollen. Ja gut, dann machen wir trotzdem Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5, die Story.